Sturm. Müde, Little Joe. Geht's nicht etwas schneller? Du hast gut reden da oben. Wie wär's, wenn wir mal für eine Weile die Plätze tauschen? Kommt nicht in Frage. Hast du vergessen, dass ich den ganzen Vormittag da unten war? Jetzt bist du dran. Ich hab's nicht vergessen. War ja nur ein Versuch. Eine Frage. Hast du schon mal Leute gesehen, die so hart arbeiten und dabei so wenig schaffen? Nun ja, ein bisschen langsam sind sie schon, Adam. Aber es sind ja auch nur halbe Portionen. Ganz besonders der da oben auf dem Wagen. Da ist was dran. Was soll denn das werden? Ich dachte, ich helfe ein bisschen. Wenn wir in Virginia City noch tanzen gehen wollen, wird es langsam Zeit. Ich brauche nur ein paar Minuten. Also, wenn du so verrückt nach Arbeit bist, Dave, dann mal ran. Hey! Oh je, ist das nicht das teure Hemd, das du in St. Louis bestellt hast? Ja. Ist nur noch die Hälfte wert. Das nennt sich Qualität. So, jetzt wollen wir noch den Rest aufladen, bevor uns euer Vater das Fell über die Ohren zieht. Auf die Gelegenheit wartet er schon lange. Dave Walker? Rühren Sie sich nicht von der Stelle, Walker. Waffe weg. Wer Sie auch immer sind, Sie haben hoffentlich einen Sarg bestellt. Ich bin US-Marshal und das ist mein Gefangener. Weswegen denn? Wir haben den falschen Mann erwischt, Mister. Ganz ruhig. Wer mir hier in die Quere kommt, ist ein toter Mann. Dave hatte keine Chance, Pa. Der Marshal war unglaublich schnell. Dürfte ich Sie um Ihre Legitimation bitten, Marshal? Der Stern und eine Flint allein sind ein wenig dürftig. Ich würde gerne Ihre Papiere sehen. United States Marshal Emmett Dowd, Los Angeles, Verwaltungsbezirk Südwest. War es wirklich nötig, den Jungen halbtot zu prügeln, Marshal? Er hatte eine Mistgabel. Ich durfte kein Risiko eingehen. Sie mussten nicht so hart zuschlagen, Marshal. Marshal, Dave Walker ist seit fast einem Jahr bei mir angestellt. In der ganzen Zeit habe ich niemals einen Hang zur Gewalttätigkeit bei ihm entdeckt. Wenn Sie sich beschweren wollen, wenden Sie sich an meine Vorgesetzten. Darauf können Sie sich verlassen, das werde ich tun. Im Moment sollten Sie lieber Ihre Söhne an die Kandare nehmen. Ich bringe meinen Gefangenen nach Virginia City. Unter welcher Anklage? Mord. Stehen Sie auf. Müssen Sie wirklich so grob sein? Cartwright, ich behandle meinen Gefangenen auf meine Art. Marshal, hier ist kein wildes Tier. Sie können ruhig etwas Rücksicht nehmen. Mr. Cartwright, nach den Bundesgesetzen wird mit Haft oder Geldstrafe oder beidem bestraft, wer ein US-Marshal bei der Ausführung einer Amtshandlung behindert. Und jetzt halten Sie mich nicht länger auf. Wenn ihr noch tanzen gehen wollt, solltet ihr euch langsam anziehen. Die Lust zum Tanzen ist mir heute gründlich vergangen, Pa. Mir auch, Pa. Sag mal, glaubst du daran, was der Kerl gesagt hat? Ich meine, dass Dave ein Mörder ist. Die Frage, ob er einer ist oder nicht, wird in einem Prozess geklärt werden. Vorausgesetzt, es wird dazu kommen. Dow tut doch so, als wäre er schon verurteilt. Ja, können wir denn gar nichts machen, Pa? Hoss, dieser US-Marshal soll Dave nach Los Angeles bringen, wo er vor Gericht gestellt wird. Wenn sich Daves Freunde zusammentun, lässt sich das vielleicht noch ändern. Joe, was immer wir von Dowd als Mensch halten, er handelt im Auftrag des Gesetzes. Es gibt bessere Möglichkeiten, Dave zu helfen. Woran denkst du? Zum Beispiel, wir werden morgen früh nach Virginia City reiten und mit Dowd reden. Die Kutsche nach Kalifornien geht erst mittags. Und was hat Dave davon, Pa? Weiß ich nicht. Ich kenne einen Rechtsanwalt in Los Angeles, der bekommt von mir ein Telegramm. Ja, und ich würde Dave gerne ein neues Hemd schenken. Als Ersatz für das, was ihm kaputt gegangen ist. Nett, dass du daran denkst. Ich würde sagen, wir drei reiten morgen früh. Welche drei? Nun, Hoss, Adam und ich selbst. Und was ist mit mir? Ich schlage vor, du bleibst hier, Joe. Einer muss doch das Heu einbringen. Jetzt hat er bis zum Frühling zu tun, Pa. Ha 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 ha
Das nenne ich Fortschritt, Pa. Das gibt's noch nicht lange, dass man $1000 von hier durch die Luft nach Los Angeles schicken kann. Hoffen wir, dass wir Dave damit so helfen können, wie wir uns das vorstellen. Ha! Irgendwann kommt es so weit, dass ich auch zum Mörder werde. Wieso? Was ist denn? Ich wollte Dave das neue Hemd bringen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie der Marshall ihn zugerichtet hat, Pa. Und wo war der Sheriff? Konnte der es nicht verhindern? Nein, der ist in Pyramid Lake und der arme Hilfs-Sheriff konnte nichts machen. Dowd hat ihn einfach zur Seite geschoben. Wir gehen mal rüber und sehen nach, was da los ist. Dave? Was hat er mit dir gemacht? Dan, wie konnte das passieren? Dieser Dowd kam gestern Abend mit dem Jungen hier an und fragte nach einer Zelle. Ich kann die Zusammenarbeit mit einem US-Marshal nicht ablehnen. Ist er von Dowd so geschlagen worden? Tja, ich war nicht da, als es passiert ist. Curly hatte Nachtdienst. Er sagte, Dowd hätte noch mal die Ketten überprüft. Pa, ich bring ihn um. Kann ich verstehen, aber davon haben wir nichts. Dave, hast du Dowd irgendwie provoziert? Glauben Sie, dass das nötig ist, Mr. Cartwright? Ich verstehe das nicht. Wenn du keinen Widerstand geleistet hast, warum fällt er dann so über dich her? Ich nehme an, er kann einfach nicht anders, Mr. Cartwright. Ja. Es scheint so. Dave, Pa hat seinem Anwalt in Los Angeles telegrafisch $1000 geschickt. Er wird deinen Prozess betreuen. Adam, glaubst du, Dowd lässt mich lebend in Los Angeles ankommen? David, hast du einen Mord begangen? Mr. Cartwright, ich weiß wirklich nicht, wie Dowd auf diese Idee kommen konnte. Ist gut, David. Ich glaube es dir. Wo ist der Marshall jetzt denn? Soviel ich weiß, im Hotel. Ich nehme an, er packt seine Sachen. Die Kutsche fährt in 20 Minuten. Das heißt, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Kommt, Jungs. Hoss? Ich danke dir dafür. So ein gutes Hemd hatte ich noch nie. Schön, dass es dir gefällt. Und Mr. Cartwright, ich möchte auch Ihnen für alles danken, aber... Ersparen Sie es sich, mit Marshall Dowd zu reden. Das wäre völlig sinnlos. Vielleicht. Guten Morgen. Guten Morgen. Würden Sie bitte dafür sorgen, dass unser Gepäck in die Kutsche geladen wird? Handelt es sich um die Kutsche nach Los Angeles? Ja, Sir. Ganz recht. Das ist der Name dieses kleinen Dörfchens. Verzeihen Sie, aber meine Tochter und ich, wir kennen uns im Westen der Staaten noch nicht so gut aus. Aber wir sind von diesem Land begeistert. Es ist einfach überwältigend. Findest du nicht auch, Vater? Ja, mein Kind, du hast recht. Und Sie glauben gar nicht, wie sehr wir uns auf den Rest unserer Reise freuen. Sie werden zwischen hier und Los Angeles 500 Meilen weit nichts als heiße, trockene Wüste sehen. Was Sie Wüste nennen, ist für uns überaus eindrucksvoll. Wir haben noch nie eine Landschaft von ähnlich rauer und wilder Pracht gesehen. Ich empfehle Ihnen, die nächste Kutsche zu nehmen. In dieser ist für Passagiere kein Platz. Das ist ausgeschlossen. Darauf können wir nicht warten. Wir haben Verabredungen in Los Angeles einzuhalten. Unter anderem wartet dort ein Segelschiff auf uns, mit dem wir weiterreisen wollen. Ich sagte keine Passagiere. Hallo, Marshall. Hallo, Cartwright. Sie versperren die Tür. Ja, ganz recht. Wir haben gesehen, was Sie Dave Walker angetan haben. Er wollte sich keine Fußketten anlegen lassen. War es tatsächlich nötig, ihn ans Bett zu fesseln? Jeder Fluchtversuch aus dieser Bruchbude musste von vornherein verhindert werden. Sie haben ihn ins Gesicht geschlagen. Musste das sein? Cartwright, gehen Sie mir aus dem Weg. Mister, wenn Sie kein US-Marshal werden, dann würde ich Sie jetzt... Lassen Sie es zur Kenntnis nehmen. Lass den Mann gehen, Adam. Entschuldigen Sie, Gentlemen. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Dr. Anton Strasser. Und das ist meine Tochter Andrea. Ma'am, nun, ich bin Ben Cartwright. Und das sind meine Söhne. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Darf ich Ihnen eine kleine Frage stellen? Ist es mit einer besonderen Gefahr verbunden, wenn wir diese spezielle Kutsche nehmen? Nein, Doktor. Eine Gefahr sehe ich nicht, aber ich vermute, es wird ziemlich unerfreulich für Sie und Ihre Tochter werden. Unerfreulich? Wie darf ich das verstehen? Ja, Doktor, in dieser Kutsche soll ein junger Mann in Ketten nach Los Angeles gebracht werden. Ketten? Warum denn? Ist er ein Verbrecher? Nein, Ma'am, er ist kein Verbrecher, aber ich würde ihn trotzdem empfehlen, mit der Kutsche in einer Woche zu fahren. Aber Vater, er kann uns doch wohl nicht ernsthaft daran hindern, diese Kutsche zu nehmen. Reg dich nicht unnötig auf, mein Kind. Sir, eins verstehe ich nicht ganz. Dieser Gentleman eben mit der Waffe in der Hand. Ist er ein Sheriff oder wie das hier heißt? Sagen wir, er ist vielleicht kein idealer Vertreter der Staatsgewalt, aber
Bitte bedenken Sie, Doktor, wir sind ein junges und noch wildes Land. Ich verstehe. Auch wir kennen solche Männer zur Genüge. Waffen verleiten leicht zu Missbrauch der Macht. Das wird Ihnen überall begegnen, auch in meiner Heimatstadt Wien. Vater, wenn wir unseren Zeitplan einhalten wollen, müssen wir mit dieser Kutsche fahren. Wir werden sehen, was sich machen lässt. Ich danke Ihnen vielmals, Gentlemen. Keine Angst, es wird alles gut gehen. Fahren Sie, Mister. Sie brauchen ihm nicht zu helfen. Auf die Füße, Walker. Na los, stehen Sie auf. Diese Art von Gesetzeshüter ist mir schon mal begegnet. Was wollen Sie damit sagen? Dieser Daut hat nicht vor, David lebend nach Los Angeles zu bringen. Wenn Sie Daut so einschätzen, sollte jemand zu Daves Schutz dabei sein. Ich würde sofort selbst mitfahren, aber uns fehlen hier schon zwei Leute. Bis der Sheriff aus Pyramid Lake zurück ist, kann ich auf niemanden verzichten. Soll ich's übernehmen, Pa? Adam, wir haben eigentlich nichts damit zu tun. Wirklich nicht? Und warum hast du deinem Anwalt in Los Angeles $1,000 geschickt? Ich wollte Dave zu einer fairen Verhandlung verhelfen. Und eben deswegen will ich ihn nicht allein lassen. Als Toter würde er von der Verhandlung nichts mehr haben. Pa, dann sollte ich am besten auch mitfahren. Charlie, haben Sie noch Plätze frei? Soweit ich weiß, fährt heute nur der Marshall und sein Gefangener mit. Ach, Kutscher! Würden Sie bitte unser Gepäck aufladen? Meine Tochter und ich fahren mit Ihnen. Ich sagte es Ihnen schon in der Hotelhalle. Auf dieser Fahrt wird es keine Passagiere geben. Sir, Sie haben kein Recht, uns von der Fahrt auszuschließen. Das ist ein öffentliches Verkehrsmittel. Sagen Sie Ihrem Vater, ich verbitte mir jede Einmischung. Oder soll ich grab werden? Aber es geht meinem Vater nicht gut. Und wir müssen unbedingt dieses Schiff erreichen. Ich bedauere, Miss. Wir haben keine Waffen bei uns. Wir können weder Ihnen noch Ihrem Gefangenen gefährlich werden. Marshall, wer hat Ihnen hier das Kommando übertragen? Auf dieser Fahrt werden keine Passagiere mitgenommen. Sie dürfen kein öffentliches Verkehrsmittel konfiszieren, Marshall Daut. Ich will die Leute nicht gefährden. Ich bin nicht bereit, für alle unerwarteten Zwischenfälle die Verantwortung zu übernehmen. Deswegen brauchen Sie sich nicht den Kopf zu zerbrechen, Mister. Mein Bruder und ich werden mitfahren und dafür sorgen, dass wir alle gut ankommen. So ist es, Marshall. Falls Sie Einwände haben, holen Sie telegrafisch von Ihrem Vorgesetzten Anweisungen ein. Also gut. Händigen Sie Ihre Waffen dem Fahrer aus. Reicht's ihm rauf, Jungs. Für eure Aufgabe braucht ihr sie nicht. Schließen Sie sie ein. Ihre auch. Ich darf Sie um den Schlüssel bitten. Viel Glück, Adam. Schon gut, Marshall. Ich überlasse Ihnen den Sitz. Ich wollte mich sowieso zu Charlie setzen. Na, dann los, Charlie. Ja, vorwärts, Lucy. Vorwärts, Baby. So habt ihr euren Waffen. Erlauben Sie mir, dass ich hier was nachhole, Miss Strasser. Ich darf Ihnen und Ihrem Vater den Gentleman mit dem Gewehr vorstellen. US-Marshal Emmett Daut.
Und was seinen Gefangenen betrifft, so weiß ich nicht, ob es rechtlich vertretbar ist, ihn vorzustellen, aber Sie können mir da ganz sicher weiterhelfen, Marshall. Wir haben eine lange Reise vor uns, Mr. Cartwright, also machen Sie sie nicht schwieriger, als sie ohnehin schon ist. Wenn ich mir Ihren Gefangenen betrachte, würde ich sagen, dass Sie Ihren Beitrag dazu schon geleistet haben. Sie sind doch vorzüglich bewaffnet, Marshall. Warum muss Ihr Gefangener weiter Ketten tragen? Stört es Sie wirklich so sehr, einen Mörder in Fesseln zu sehen? Ich sehe niemanden gern in Fesseln. Und schon gar nicht einen unschuldigen Menschen. Walkers Schuld wird im Prozess in Los Angeles nachgewiesen werden. Bei dem Tempo schüttest du mir sämtliche Knochen durcheinander. Es wird eine lange Reise werden, Adam. Du brauchst meinetwegen keinen Streit mehr anzufangen. Ich habe nichts mehr zu erwarten. Das dürfen Sie nicht sagen. Und wenn Sie unschuldig sind, dürfen Sie es nicht einmal Andrea, denken. Andrea, bitte. Sie dürfen sich das nicht von Ihnen gefallen lassen. Wer so in Ketten gelegt ist, hat keine Lust mehr zu kämpfen, Miss. Mann, Charlie, du ahnst gar nicht, wie ich darauf warte, von diesem Foltersitz hier runterzusteigen. In ungefähr einer Meile legen wir einen kurzen Halt ein. Da könnt die Pferde was trinken. Ja, gleich ins Wasser. Ja. Da werden wir. Hallo. Hallo. 10 Minuten Pause. Wenn ihr vor Schlangen keine Angst habt, könnt ihr aussteigen. Ich kann wirklich von Glück sagen, dass Sie gekommen sind. Was ist denn, Mister? Oh, mein Pferd hat vorhin unterwegs sein Eisen verloren. Sehr unpraktisch. Wohin wollen Sie? Nach Westen. Welches Eisen fehlt denn? Oh, hier am linken Vorderhof. Tja, nur noch die Nägel da, Mister. So werden Sie mit dem Pferd nicht mehr allzu weit kommen. Schlechtes Gelände für unbeschlagene Hufe. Eine Frage. Haben Sie noch Platz für einen Passagier? Ich kann's bezahlen. Finger weg! Wie heißen Sie, Mister? Cutler. Hört Cutler. Von wo? Vom Norden. Das ist mir zu vage, Mister. Geht's etwas genauer? Na schön, wenn Ihnen so viel daran liegt. Wie gesagt, von Norden. Von einer Ranch in der Nähe des Truckee River. Und ich möchte nach Los Angeles. Sie wollen mit nur einer Wasserflasche durch die Wüste? Ach, wissen Sie, wenn ich an der nächsten Poststation das nötige Wasser kriege, reicht das auch noch. Marshall. Wie sieht's denn bei Ihnen aus, Kutscher? Ist da oben noch Platz? Ja, ich denke schon. Wir können ihn hier nicht seinem Schicksal überlassen. Auf dieser Strecke kommt die nächste Kutsche erst in einer Woche. Habe ich Sie nicht in Virginia City gesehen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nach einer Enttäuschung in Laredo interessieren mich Silberminen nicht mehr. Ein Grundstücksmakler hat mir nichts als Schulden verkauft. Und was haben Sie gemacht? Gar nichts. Ich war nicht der Einzige und die Lynches sieht zwar schneller. Tja. Also, wie sieht's aus, Marshall? Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich bis zur nächsten Poststation mitnehmen würden. Da kann ich mein Pferd beschlagen lassen und dann weiterreiten. Würden Sie dem Fahrer Ihre Waffe geben? Der Marshall hat von allen die Waffen kassiert. Er befürchtet, jemand könnte nervös werden. Das paradiesische Kalifornien. Diese gottverlassene Wüste da soll Kalifornien sein? Sind Sie denn noch nie in Kalifornien gewesen?
Natürlich war ich schon mal in Kalifornien, in San Francisco. Und da war entschieden mehr los. Dass das so trostlos sein kann? Tja, mein Junge, das ist Südkalifornien. Unsere Station liegt gleich hinter diesen Hügeln. Südkalifornien, hä? Ja. Dazu kann ich nur eins sagen, Charlie. In dieser Gegend möchte ich nicht mal begraben sein. Ja, ja, no. Ja, nein. Mädchen. Hallo, Charlie. Hallo. Du kommst eine halbe Stunde später als sonst. Hattest du unterwegs Schwierigkeiten? Nicht nur unterwegs, Michael, du alte Klapperschlange. Ich habe sie mitgebracht. Ich dachte, dir steht auch ein angemessener Anteil am Elend der Welt zu. Nur sechs zum Abendbrot, Charlie? Ja, nur sechs und einer in Ketten. Aber ich glaube nicht, dass Dave viel Appetit haben wird. Der ist unterwegs zum Galgen. Was du nicht sagst. Mhm. Wie schade, ein so junger Mensch. Jetzt weint sich bestimmt einetwegen ein Mädchen die Augen aus. Oder vielleicht mehr als eins, hä? Das kann ich dir sagen, alter Knabe. Weswegen wollen sie dich aufhängen? Hast du Pferde geklaut oder falsch gespielt? Ich habe einer neugierigen Wüstenratte das Fell über die Ohren gezogen. Sie können sagen, was Sie wollen, Marshall, aber der Junge gefällt mir. Ich sag's, wie es ist. Sagen Sie, müssen Sie ihn unbedingt hängen? Ich nehme an, Sie sind der Stationsvorsteher. Ja, ganz recht, der bin ich, Michael Bailey. Also, die Herren werden im Speisesaal schlafen und die Damen im Salon. Haben Sie keine Einzelzimmer zu vermieten? Hast du das kapiert? Also, so wie ich ihn verstanden habe, Michael möchte gern ein Zimmer für sich haben. Hören Sie, Mister, das Einzige, was Sie hier für sich haben können, ist das Loch, in dem Sie beerdigt werden. Aber auch das kann Ihnen manchmal von diebischen Apachen streitig gemacht werden. Ja. Frühstück bei Sonnenaufgang, Abendbrot bei Sonnenuntergang. Wer nicht pünktlich ist, kriegt nichts. Einen Augenblick mal, Herrschaften. Kann man die Türen abschließen? Ja. Wir bekommen Sie morgen, bevor wir abreisen, wieder. Dr. Strasser, Sie und Ihre Tochter werden die Nacht dort verbringen. Danke, Marshall. Hey, Augenblick mal. Das war ein bisschen voreilig. Das ist das Stationsvorsteherbüro. Cartwright, Sie, Ihr Bruder, Cutler und der Fahrer werden den Wohnraum belegen. Und mein Gefangener und ich werden das Esszimmer nehmen. Und wo bitte bleibe ich? Sie schlafen in der Küche. Der Mann übersieht nichts und niemanden, Michael. Bilden Sie sich nicht etwas zu viel auf Ihren Blechstern ein, Marshall? Jetzt sage ich Ihnen mal was. Ich bin hier der Stationsvorsteher. Ich, Michael Bailey. Ich entscheide, was zu tun ist. Mr. Bailey, nach den Bundesgesetzen wird mit Haft oder Geldstrafe oder beidem bestraft, wer einen US-Marshal bei der Ausführung einer Amtshandlung behindert. Das bedeutet, er ist jetzt der Häuptling, ob es uns gefällt oder nicht. Oh, den Safe stellen wir neben den Herd da drüben. Mr. Bailey, wie viele Feuerwaffen haben Sie auf der Station? Sechs Gewehre, zusammen mit den Schnapsvorräten weggeschossen und den hier. Sind die Schlüssel auch hier dran? Ja. Bis zu unserer Abreise morgen früh nehme ich alle Schusswaffen in Gewahrsam. Mister, wir sind hier im Apachenland. Und Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich mein Schießeisen aus der Hand gebe. Da können Sie Ihren Blechstern so blank putzen, wie Sie wollen. Bailey! Das ist ein Befehl, alter Knabe. Darf er so unverschämt sein? Er scheint auf jeden Fall fest davon überzeugt zu sein. Nachgeben ist die entschieden das Klügere. Dafür muss er auf uns aufpassen. Das war's. Damit werden Sie es wahrscheinlich durch die Wüste schaffen, Cutler. Aber seien Sie trotzdem vorsichtig, der Huf ist empfindlich. Jedenfalls vielen Dank, Horst. Wenn ihr noch etwas zu essen haben wollt, schwingt die Hinterhufe. Heute werden hier Bohnen und Rauchfleisch geboten. Da habe ich noch nie widerstehen können, Michael. Komm, Adam, iss auch was. Was für Bohnen sind das? Wilde Bohnen. Habe ich selber gepflückt.
Mesquitbohnen. Little Joe hatte mich gewarnt, wenn mit dir unterwegs ist, muss ich auf Viehfutter umstellen. Denkst du, dass ich das extra bestellt habe? Wenn nicht, wieso steht's gleich am ersten Abend auf dem Speisezettel? Wenn ich so drüber nachdenke, ist das schon eigenartig, nicht wahr? Das würde ich nicht sagen. Denk mal an Bienen und Honig. Du und Viehfutter, ihr gehört genauso zusammen. Hier, wer noch Kaffee haben will. Danke. Sie haben Ihr Essen überhaupt nicht angerührt. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass mir der Appetit vergangen ist, Miss. Ich kann es Ihnen kaum verdenken. Unter solchen Umständen könnte ich auch nichts essen. Andrea, bitte. Aber Sie sollten trotzdem was essen. Wir haben noch eine lange Reise vor uns, nicht? Ja, Miss. Und wir werden unsere Kräfte brauchen. Dann müssen Sie was essen. Wie wollen Sie sonst durchhalten? So schnell falle ich nicht um, Miss. Wenn wir nach Los Angeles kommen, könnten mein Vater oder ich vielleicht Ihre Familie benachrichtigen. Sehr freundlich von Ihnen, Miss, aber da gibt es niemanden. Meine Mutter ist gestorben, da war ich kaum aus den Windeln raus. Und meinen Vater habe ich nie kennengelernt. Er war ein Bruder Leichtfuß, wie man so schön sagt. Und sie hat ihn wahrscheinlich mehr geliebt, als er es verdient hat. Und Sie kommen nach Ihrem Vater? Nein, Miss. In all den Jahren habe ich eine Heimat gesucht. Ein Zuhause. Anscheinend erfüllt sich jetzt mein Wunsch. Ich werde ein Stückchen Erde für mich finden. Das darfst du nicht sagen, noch bist du nicht verurteilt. Ja, Dave. Und du wirst dich wundern, wie schnell du wieder auf der Ponderosa bist. In der Zeit bis zu meinem Prozess kann auch viel passieren. Oh, bitte verzeihen Sie. Selbstverständlich werde ich Sie mit meiner Zigarre nicht belästigen. Wenn Sie mit dem Essen fertig sind, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie sich in Ihre Zimmer zurückziehen würden. War das eine Bitte, Marshall? Nein, Miss Strasser, das war keine Bitte. Gute Nacht. Andrea, ich bitte dich. Streit mit Amtspersonen ist in der Regel völlig sinnlos. Aber Vater, komm jetzt, mein Kind. Wir haben morgen eine lange Fahrt vor uns. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Dave. Ja, schlaf gut, Adam. Ich werde es jedenfalls versuchen. Gute Nacht, Dave. Haben Sie Angst, ich schleiche unter Kettengerassel raus, Marshall? Oder befürchten Sie etwa, dass einer von denen Sie im Schlaf überfällt? Adam Cartwright vielleicht, oder der Stationsvorsteher? Wie lange haben Sie nicht mehr richtig geschlafen, Marshall? Seit fast einem Jahr. Ist es wirklich schon so lange her? Ist ja unglaublich, was Sie sich zumuten. Ich bin nicht sehr musikalisch, Marshall. Aber ich kann Ihnen sagen, worum es in diesem Lied geht. Es geht um ein Mädchen namens Corey. Was für ein trauriges Ende. Nicht ein Wort mehr davon, haben Sie verstanden? Halten Sie Ihr verdammtes Maul. Du wach! Wie soll ich schlafen, wenn du nicht eine Minute ruhig liegst? Tut mir leid, ich kann nichts dafür. Dieses Sofa hier treibt mich zum Wahnsinn. Jedes Mal, wenn ich mich gemütlich zurechtgelegt habe, sticht mich ein neues Pferdehaar an der Nase. Thank you.
Butler ist weg. Gehört habe ich nichts. Ich auch nicht. Butler, kommen Sie raus! Sie haben ihn erschossen. Er hat versucht, mich zu töten. Die beiden sind Komplizen. Ich hab's geahnt, als ich ihn in Virginia City gesehen habe. Ihr Schiff werden Sie kaum mehr erreichen, Dr. Strasser. Warum nicht? Unsere Pferde sind weg, aber mein Bruder und die anderen sind schon auf der Suche. Wie geht's ihm, Doktor? Das Schlüsselbein ist gesplittert, ein paar Rippen sind angebrochen und vermutlich hat er auch schwere innere Verletzungen. War das wirklich nötig? Mussten Sie ihn töten? Er wollte Walker zur Flucht verhelfen. Er ist mir in Virginia City sofort aufgefallen. Erschreckend, wie Misstrauen einen klaren Verstand verwirren kann. Sie glauben das wirklich, hm? Na schön, wenn Sie es besser wissen. Ich habe Cutler kaltblütig erschossen. Sind Sie jetzt zufrieden? Bitte, Sie dürfen sich nicht bewegen. Legen Sie sich wieder hin. Wir erwarten nur ein wenig Mitgefühl mit Ihrem Gefangenen. Mitgefühl? Sie meinen, ich sollte Verständnis für ihn haben? Ihrer Meinung nach ist das wohl schon zu viel verlangt. Er hat diesen Trick schon mal angewandt. Bei Cora. Bei Cora? Sie war meine Frau. Sie ist durch mein Gewehr ums Leben gekommen. Ja, aber was hat das mit Walker zu tun? Er hat versucht, ihr den Kopf zu verdrehen. Und bevor ich ihn wegen eines Mordes an einem Offizier nach Los Angeles bringen konnte, hat sie versucht, ihn freizulassen. Als ich ihn stellen wollte, hat er sie mir direkt vors Gewehr gestoßen, nur um seine eigene Haut zu retten. Jetzt kennen wir wenigstens den Grund für die Prügel und die Ketten. Wenn Sie es ihm glauben? Ich zweifle daran, Dowd. Ihr Schwenk von der Grausamkeit zur Gefühlsduselei ist unglaubwürdig. Cartwright! Nehmen Sie ihn. Und was soll ich damit? Ich mache Sie zum Hilfs-Sheriff. Sie bringen Walker nach Los Angeles. Sie verlangen, dass ich Sie vertrete? Ja, es muss sein. Aber Sie können mich doch nicht so ohne weiteres... Ich kann. Ein US-Marshal kann jeden geeigneten Bürger zum Hilfs-Sheriff ernennen. Und wenn ich auf die Ehre verzichte? Das dürfen Sie nicht. Diesen Stern zu tragen, ist Ihre Pflicht. Und Sie müssen nach dem Gesetz jeden vernünftigen Auftrag annehmen und durchführen. Wie geht's, Mr. Dowd? Wie ich hörte, ist er einigen Pferden in die Quere gekommen. Er wurde überrannt und um ein Haar getötet. Oh, das finde ich ja äußerst bedauerlich. Das hat dieser nette Kerl nicht verdient. Dave, hast du irgendwas damit zu tun? Miss, was sagen Sie zu diesem Ton? Das war doch eben nicht dein Ernst, Adam, oder? Doch, und ich habe dich gefragt, ob du etwas mit dem Mordversuch an Dowd zu tun hast.
Was soll das, Adam? Warum stellst du mir diese Frage? Weil er mir das gegeben hat. Du weißt, was das bedeutet. Aber du kannst ihm das Ding doch zurückgeben. Es ist sein Stern, nicht deiner. Nein, das kann ich nicht. Es ist jetzt mein Stern. Er hat mich verpflichtet, ihn zu vertreten. Er hat was? Ich bin stellvertretender US-Marshal. Er hat mich dazu ernannt. Verstehe. Und schon bin ich Billy the Kid oder schlage tot Sam. Was soll das, Adam? Ich bin immer noch derselbe, der ich vor einer Stunde war. Ich bin Dave Walker. Ich bin dein Freund. Das weiß ich doch, Dave. Für einen Augenblick hast du mich glatt verwirrt. Du hast ja fast wie der Marshall selbst gesprochen. Er hat mich verpflichtet. Es ist jetzt mein Stern. Das war ziemlich komisch. Ja, ich glaube, du hast recht. Bin ich froh, dass wir das geklärt haben, Adam. Und was ist jetzt mit den Ketten? Was soll damit sein? Ich will sie loswerden. Du hast es selbst gesagt, Adam. Ich bin kein wildes Tier. Warum sollte ich also angekettet sein? Du weißt doch noch, was du gesagt hast, nicht wahr? Das weiß ich genau. Worauf wartest du dann noch? Ich bin lange genug damit rumgelaufen. Ich fürchte, der Marshall würde dagegen sein. Der Marshall? Wen kümmert noch dieser Marshall? Du hast doch auch miterlebt, was für ein Mensch das ist. Da sind wir wieder. Eins habe ich gefunden. Wo sind die anderen? Kommt drauf an, wen du meinst, die Pferde oder die Männer. Ich meine Michael und Charlie. Hey, was ist denn das für ein Ton? Kein besonderer. Ich will nur wissen, wo Michael und Charlie sind. So wie ich den alten Michael einschätze, wird er neben einem Kaktus eingeschlafen sein. Bleib ganz ruhig, Adam. Ich gehe ihn suchen. Haben Sie das gehört, Miss? Ja, habe ich. Und ich dachte, er wäre mein Freund. Oh, ich bin sicher, er ist Ihr Freund. Und warum bin ich dann immer noch hier angekettet? Wenn er gewollt hätte, wäre ich die schon los. Vielleicht macht er sie morgen los. Vielleicht möchte er einfach nur bis morgen früh warten. Was soll das? Was hat er davon, wenn er noch wartet? Was fragen Sie mich, David? Ich weiß es doch auch nicht. Ist es Ihnen aufgefallen? Sie haben mich David genannt. Entschuldigen Sie, es tut mir furchtbar leid. Es steht mir nicht zu. Oh, ich bitte Sie. Es ist doch mein Name, nicht? Einer der ältesten Namen. Ja, ich weiß. David. Ich höre es gern, wenn Sie ihn sagen. Sagen Sie ihn. Was? Meinen Namen. Bitte, sagen Sie ihn. David. Ja, David. Es gefällt mir, wie Sie ihn sagen. So wie Sie ihn aussprechen, gefällt er mir besser als je zuvor. Lassen Sie mich jetzt nicht allein. Setzen Sie sich. So ist es besser. Andrea, so heißen Sie doch, nicht wahr? Ja. Andrea Strasser. Es ist nicht wahr, was der Marshall von Ihnen sagt, nicht? Aber natürlich nicht. Sie haben ihm noch nicht etwa geglaubt. Nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich bin unschuldig, Andrea. Ich schwöre Ihnen, ich bin unschuldig. Ich weiß. Ich fühle es. Andrea. Ja, David. Diese Ketten. Ich kann sie nicht mehr länger ertragen. Ich weiß, aber warten wir noch bis morgen. Nein. Warum sollen wir damit bis morgen warten? Aber was können wir denn tun? Der Marshall hat die Schlüssel in seiner Tasche. Du kannst sie an dich nehmen. Und er wird es kaum verhindern können. Und was ist mit Mr. Cartwright? Du hast es doch mitbekommen. Der denkt bloß noch an seinen Stern.
Der ist jetzt fast genauso schlimm wie der Marshall. Ich glaube, du tust ihm Unrecht. Schon gut, ich hätte es mir denken können. Vielleicht hat ein einfacher Mensch wie ich kein Recht dazu, seine Mitmenschen um Hilfe zu bitten. Ich helfe dir, David. Ich werde alles tun, was du verlangst. Ich habe es gefühlt. So wie du David gesagt hast. Das war das Schönste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Wie geht es ihm, Vater? Er schläft jetzt. Zum Glück hatte ich noch ein Schmerzmittel in meiner Tasche. Der arme Mann hat bestimmt furchtbare Schmerzen. Es ist doch eigenartig. Man kann sogar mit einem Menschen wie ihm Mitleid haben. Wir sind in einem eigenartigen Land, mein Kind. Doch so eigenartig ist es dann auch wieder nicht. Ein Mensch ist ein Mensch. Und ein Arzt bleibt eben ein Arzt. Und er muss helfen. Ob er nun will oder nicht. Ja, Vater, er hilft allen. Jetzt sollten wir ein bisschen schlafen. Und was ist mit dem Marshall? Mit ihm? Ich glaube, er wird bis morgen früh durchschlafen. Dann versuch du bitte auch zu schlafen. Und was ist mit dir? Ich bin noch nicht so müde. Ich komme gleich nach. Gute Nacht, mein Kind. Gute Nacht, Vater. Hast du ihn gefunden? Ja. Hier. Danke. Und jetzt hier. Das war's. Gib her. Dafür werde ich dir ewig dankbar sein. David, du bist frei. Ja. Ja, ich bin frei und werde es bleiben. Nochmal kriegt dort mich nicht. David, was hast du vor? Ich behandle den Marshall mit seiner eigenen Medizin. Nein, David. Das darfst du nicht. Meinst du? Du vergisst, dass ich seine Frau umgebracht habe. Glaubst du, dass er das je vergessen wird? Nein, David! Mach keine Dummheiten, Dave. Versuch doch, mich zu erschießen, Cartwright. Du wirst sie treffen. Ist Dauds Frau so ums Leben gekommen? Ich werde dich bestimmt nicht erschießen, Dave. Richtig, stimmt. Hatte ich ganz vergessen. Der Marshall hat alle Waffen kassiert. Wie dumm für dich. Du stehst mit leeren Händen da, Cartwright. Du irrst dich, David. Er wird dir nicht sehr weit helfen, Cartwright. Du hast es nicht anders gewollt! Hören Sie auf! Wenn Sie noch einmal zuschlagen, schieße ich. Machen Sie sich Sorgen um den Mann? Ja. Er soll vor Gericht gestellt werden. Ohne uns, Marshall, hätten Sie ihn vermutlich schon längst erschlagen. Will ich nicht abstreiten. Seit fast einem Jahr wurde ich von dieser Vorstellung verfolgt. Aber Sie haben mich erkennen lassen, dass das der falsche Weg ist. Steig ein. Ich glaube, Sie werden ziemlich froh sein, wenn Sie auf Ihrem Schiff sind, was, Ma'am? Da bin ich gar nicht mal so sicher, Hoss. Nach dieser furchtbaren Nacht? Ihr Amerikaner habt eine Art, gewisse Dinge unglaublich schnell zu regeln. In Europa dauert es manchmal Generationen, bevor sich etwas bewegt. Tja, Ma'am.
Ich würde sagen, das liegt an unserem Wetter. Am Wetter? Ja, Ma'am. Sehen Sie, wir haben hier eigentlich ständig gutes Wetter und wir haben so unglaublich viel Land zu bearbeiten. Und deswegen haben wir einfach nicht so viel Zeit für lange Streitereien. Sie sind der geborene Philosophos. Wirklich? Sag mal, wie hat sie das gemeint? Sie meinte, auch wenn du etwas klüger wärst, wärst du noch immer der zweitdümmste Mann der Welt. Und vor dir steht der Allerdümmste. Das ist noch gar nicht mal so sicher. Wird Zeit, dass wir wegkommen. Charlie, schaff mir endlich diese Leute vom Hals, bevor hier noch ein Unglück passiert. Hier! Vorwärts, ihr Blutgold! Ja, Mann, doch viel!